Willkommen bei Maloney TV. Ihr wundert euch hier in einem unglaublich schönen Ambiente. Wir sind hier bei der Sixtinischen Kapelle Ausstellung mitten in München. Es ist fantastisch, hier drehen zu können, drehen zu dürfen und auch fantastische Weine hier mit euch gemeinsam dementsprechend verkosten zu dürfen. Ja, und wir haben einen Wein heute ausgewählt, der passt ganz gut rein. Wieso, Frank? Sein Vino Nobile di Montepulciano. Und er war eben zur Renaissance, als Michelangelo gemalt hat, eigentlich der Wein schlechthin. Der berühmteste Wein Europas, natürlich auch der Welt, weil außerhalb Europas spielte Wein zu der Zeit nicht die ganz große Rolle. Und man hat ihn eben in den Adelshäusern getrunken. Deswegen heißt er heute auch noch Vino Nobile. Das Nobile ist nämlich der Adel. Und ja, wir haben hier ein 2013er Santa Caterina von Trerose. Der Tenuta Trerose. Ein sortenreiner Sangiovese, ja. Oder Bognolo Gentile, wie das in Montepulciano heißt. Aber es ist im Prinzip das Gleiche. Und er ist traditionell in großen Holzfässern ausgebaut. Also keine Barriques, sondern eben 600 plus, wie man das eben früher traditionell gemacht hat. Sangiovese, Grosso, ja, genau. Sangiovese Grosso heißt es in Brunello dann. Aber ach so, Brunello. Im Prinzip genau. Ist das alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche. Ja. Wir riechen mal rein. Ja, schöne Schokotöne, so ein bisschen Mangerie, Kirsche. Ja, ja. Dunkle Beeren. Bei 13 habe ich es jetzt schon sehr gut gefällig. Er ist schon relativ geschmeidig hinten raus. Hat so ein gewisses Gerbstoffgerüst hat er. Ja. Aber es ist insgesamt sehr schön balanciert, der Wein. Hat eine schöne Kraft. Ist aber so typisch Toskana in heutiger Zeit etwas schlanker, etwas feiner wieder. Moderner. Es war ja vor 10 Jahren waren die Weine sehr, sehr üppig. Und manchmal ein bisschen grob für manche. Ja, mit starken Tanninen, oder? Ja, erstmal das, aber auch betont fruchtig halt. Das waren so richtige Monsterweine. Und da ist man inzwischen doch wieder so etwas auf die schlankere, frischere Richtung zurückgegangen, was man hier sehr schön merkt. Ich meine, der Wein hat immerhin noch stolze 14% Alkohol. Ja. Ist aber durchaus flott zu trinken. Also es ist kein schwerer, mastiger Wein, sondern ja, er hat durchaus Frische. Und ich glaube, die Flasche würde leer werden am Abend. Also einen guten Trinkfluss und eleganter, schöner Wein. Was mich umgehauen hat, ist vorher bei der Vorbesprechung kurz der Preis. Also ja. Was soll der kosten? Wenn man überlegt, 1980 wurde der Vino Nobile zusammen mit dem Brunello als die ersten beiden DOCG-Weine in Italien klassifiziert. Brunello unter 30 Euro. Eigentlich selten. Nichts Nennenswertes mehr. Und der Vino Nobile ist irgendwie nicht so durchgestartet. 12,50 Euro finde ich, ist eben zudem auch wirklich ein tolles. Aber auch tolles für Vino Nobile ein tolles. Weil abgesehen, da gibt es ja auch ein paar, natürlich. Die richtig viel Geld kosten. Ja. Faszinierend. Ja, aber faszinierend. Das ist ein richtig tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sehr schön. Guter Trinkfluss. Macht Spaß, macht Freude. Und passt zum Thema. Passt zum Thema, und auch wenn ihr nicht immer dieses Ambiente habt, genießt es mit uns und stellt es euch vor, wenn ihr es zu Hause trinkt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.